Jetzt sagt er 15,6. Na, das ist ja nicht erfreulich hier, 15,6. So, moin Leute, herzlich willkommen. Neue Folge hier. Letztes Stück Weizen, haben wir letztes Mal schon angefangen. Wir haben aufgehört mit der Wartung und Pflege. Jetzt wollen wir nochmal den Durchflussmengensensor kalibrieren und die Feuchtigkeit kalibrieren. Schalten wir jetzt alles ein. Los geht's. Damit schalte ich das Stresswerk ein. Hier gebe ich jetzt die Drehzahl hoch. Hiermit schalte ich den Vorsatz ein. Und jetzt drücke ich hier Start. So, jetzt sagt er hier 3 Korntanks füllen. Wir haben das letzte Mal mit einem gemacht und haben hervorragende Ergebnisse erzielt. Das würde ich auch mal wieder so machen. So, Autopilot haben wir reingeklippt. Tisch fährt ja alleine raus. Die ganzen Einstellungen sind ja so, wie wir sie gestern hatten. So. Und dann geht's los. Jetzt dresche ich einen kompletten Korntank voll, werde gleich noch die Feuchtigkeit kalibrieren. Auch noch dazu. Wir haben ja letztes Mal schon gesehen, in dem Video hier ist es ertraglich wirklich sehr gut. Können wir uns nicht beschweren. Nur leider haben wir hier auch die Bodenwellen, wie auf dem anderen Stück. Aber ja, das Spätgedrillte mit der Tigerdrill, wo der 8R vor war, also wo wir mit dem Fender und der Tigerdrill waren, da nicht. Also ich vermute, weil wir mit dem 8R wahrscheinlich ein bisschen tiefer gearbeitet haben, wir die Einstellung nicht gepasst haben, da der Reifenpacker nicht genügend Boden verdrängt und hat sich dann Wellen aufgeschoben. So sieht es aus. Fenster habe ich auch geputzt, Scheiben sind geputzt. Sieht mega sauber aus. So, wir können hier einmal rausgehen. Hauptbildschirm. Wir haben ja noch eine Kalibrierung gehabt, aber die hat nicht ganz perfekt hingehauen. Da sehen wir knapp 10 Tonnen auf dem Hektar. Alles, was blau ist, die Zahlen, die gerade alle blau waren, die passt der Mähdrescher an. Ja, der wird jetzt permanent an sich arbeiten, um sozusagen die Bedingungen immer wieder zu verändern. Gestern Abend ist er mit der Rotordrehzahl 1200 gefahren, also der wird jetzt auch jeden Moment das Ganze runterfahren. Und wird wieder sein Optimum über den Tag suchen und finden, beziehungsweise permanent. Immer wenn eine Zahl blau wird, dann verändert er die. Und da sehen wir jetzt immer noch über 9 Tonnen. Und sobald wir jetzt gleich da an den Korntank rankommen, ist der Wind. Der Wind geht heute auch nicht, müssen wir mal eine Probe ziehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht getrocknet hat. Weil wir haben jetzt auf dem Hof noch eine halbe Stunde gewartet. Wir haben beim Essen ein bisschen länger gesessen, damit das noch ein bisschen trocknet heute. Weil wir hatten heute Morgen super kühl, klammes Wetter, also nicht so geil. So, er sagt, also der Drescher sagt 15,6, 15,7, 12, sagt er jetzt mal. So, zieht auch wirklich schön rein, also fast besser, wenn man es rechtzeitig drückt. Dann lenkt er fast ein bisschen besser ein als man selber. So. Ich glaube, wir können aber auch gleich schon eine Probe nehmen. 2 Tonnen oder so sind schon drin. Dann gehen wir nämlich jetzt hier nochmal rauf auf Kalibrieren. Machen Feuchte und sagen hier Kalibrierung ist Basis und sagen jetzt Start. Ah. Okay, müssen wir erst
Okay, dann das habe ich jetzt falsch rum gemacht. Also wir müssen immer erst die Feuchtigkeit kalibrieren und dann den Ertrag. Dann machen wir es gleich nochmal. Jetzt kalibrieren wir erst einmal den Ertrag durch und dann sehen wir weiter. Und dann gucken wir uns die Feuchtigkeit nochmal an. Ich kann ja auch so gleich nochmal eine Probe nehmen. Vielleicht passt das, ja? Ich denke mal, gleich beim Abtanken ziehe ich mal eine Probe. Da müssen wir eh stehen bleiben. Also ich drücke den hier auf Stopp. Dann tanken wir einmal komplett ab. Dann sagt Detlef uns, wie viel im Korntank waren. Das würde auch schon das ein bisschen, man merkt das halt, der Drescher fährt jetzt hier mit mehr Rotordrehzahl. Ich meine, der geht ja immer weiter runter. Relativ viel Wind, hat auch super schwere Körner. Aber ihr seht, kaum Verluste. Wir werden gleich auch nochmal eine Schale unterwerfen. Und dann werden wir das nochmal gucken, wie das aussieht. Bruchkorn haben wir drin, aber er geht jetzt ja immer weiter mit der Drehzahl runter. So, wir haben jetzt mal angehalten. Jetzt sagt er 15,6. Na, das ist ja nicht erfreulich hier, 15,6. Dann müssen wir den erstmal abbunkern. Und dann müssen wir erstmal gucken, was wir machen. Das ist ja natürlich zu nass, ne? Jetzt lasse ich das komplett einmal raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Tank leer ist. So, jetzt ist natürlich wichtig, dass man jede kleine Gramm da auch rausholt. Leer ist er. Stoppen wir. So, sag mal an, wie schwer. Oha, 8460. So. Oh, das ist zu viel. 8,460. Enter. So, 6% Abweichung. 6% mehr haben wir drauf gehabt. Okay. So. Dann müssen wir jetzt erstmal zum Landhandel fahren, eine Probe. Ich habe jetzt 15,6. Das müssen wir jetzt erstmal gegenbeproben. Normalerweise sind wir ein bisschen trockener als das, was der Landhandel sagt, und dann fahren wir da mal hin. So, jetzt waren wir kurz beim Landhandel. Das ist auch gar nicht weit von hier. Das ist fast hier neben dem Acker. 15,6. Ich habe 15,5 gemessen, der hat 15,6 gemessen. Das ist nichts. Das ist hier auch die ganze Zeit so richtig klamm, schwül, windstill. So eigentlich nicht richtig sonnig, sondern eher ein bisschen bedeckt. Sodass wir jetzt gesagt haben, ja, wir halten jetzt hier an. Wir kommen hier um 4 Uhr nochmal her. Wie spät haben wir jetzt? Jetzt ist 13:30. Ja, wenn es jetzt nicht trocken ist, ne? Ich komme um 4 Uhr nochmal her, mache nochmal eine Probe hier mit der Hand. Aber dann hat das auch ungefähr hingehauen. Was hat der Mähdrescher gesagt? Der hat den Auftrag zurückgesetzt gehabt. Jetzt nach dem Start. Der Mähdrescher, glaube ich, hatte 14,2 Durchschnitt. Ist natürlich auf welche Stelle man hier rauszieht, ne? Aber da oben, wo so dick ist, hatte der bis 17%. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir lassen ja alles beim Landhandel einlagern und da brauchen wir schon trockene Ware. Naja, dann sehen wir uns später wieder. So, wir haben Sonntag. Und ich habe die jetzt nachkalibriert. Das ist jetzt aktuell die Feuchte. Das ist der Durchschnitt. Wir sind jetzt, haben jetzt hier auf dem dünneren Teil angefangen. Da hinten waren wir mit den hohen Erträgen. Hier sind sie jetzt ein bisschen runtergegangen, wie ihr seht. Und ja, wir haben jetzt hier 12.25 Uhr. Die Sonne drückt richtig von oben. Ja, wir sind jetzt guter Dinge, dass wenn der Hänger voll ist, vielleicht haben wir den einen mit 14,6, 14,7, aber der nächste ist dann trocken. Sodass wir das heute hier abkriegen. Ich fahre jetzt auch ein bisschen langsamer wegen den Bodenwellen. Also hier hinten hat Detlef gedrillt und da vorne war ja Sebastian. Und wir haben ja gedacht, vielleicht liegt das daran, dass wir mit dem 8R tiefer gegrubbert haben. War aber nicht so. Also hier waren wir ja mit dem Fendt und haben flacher gegrubbert und auch hier haben wir die Bodenwellen. Also wir können uns nicht richtig erklären, warum die Tiger drei Bodenwellen macht. Im flachen noch im tiefen, Bedingungen waren unterschiedlich. Hier waren die Bedingungen ein bisschen trockener, da vorne ein bisschen feuchter. Müssen wir da einfach nochmal nachforschen, was da los ist. Was da einfach los ist, ob das nicht richtig abrollen konnte, ob da irgendwie ein Stein zwischengeklemmt hat oder so. Ob das dadurch schwerer ging. Ja, genau, hier hinten ist halt die Sandkuppe, von der ich gesprochen habe. In die Richtung wird es dann immer besser.
Gut, dann ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal hier langsam vor mich hin. Und dann sehen wir uns vielleicht heute Abend wieder, wenn wir den Weizen hier abschließen. Oder mal gucken morgen. Wenn wir haben ja noch ein bisschen Sommergerste da, 1 Hektar. Und dann wollen wir uns an den Leindotter wagen und dann kommt der Raps als nächstes. Bis dann. So, kleines Update. Wir haben jetzt Ehrenheber montiert. Ich bin jetzt noch die Bahn runtergefahren. Mir ist das schon aufgefallen gestern, dass da so ein paar Ehren so halb abgeknickt liegen, ein paar Halme. Und die wollen wir damit halt hochziehen und dann vernünftig abschneiden, dass wir die Ehren nicht abschneiden. Kann man auch nehmen für Lagergetreide. Wir haben jetzt jeden zweiten montiert. Normalerweise kann man noch jeden dazwischen machen, aber aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung der Vergangenheit reicht jeder zweite gut aus. Und dann ziehen wir die umgeknickten Halme schön nach oben und haben einen schönen sauberen Abschnitt. So, wunderschönen guten Morgen. Montag früh, 1. August. Wir hatten heute Nacht 0,5 mm. So, dass alles oberhalb klamm ist, aber der Boden nichts gekriegt hat. So hätte ich gern, dass der Raps aussieht. Er sieht aber noch deutlich brauner aus. Also so grünlich-bräunlich. Wir waren ja hier letztens schon und haben einmal Probe gedroschen, 3 Tonnen. Mit dem Hintergrund, dass wir schon Öl produzieren können. Weil das Ganze dauert natürlich auch. Wir müssen es ja vorher jetzt beproben lassen. Lassen auch den Rauchpunkt feststellen, sodass ihr am Ende wisst, ob ihr damit braten könnt und zu welcher Temperatur und frittieren, ob das alles möglich ist. Das machen wir. Und dann könnt ihr es bald kaufen. Ich glaube, ihr könnt es kaufen, wenn diese Folge raus ist. Wir haben ungefähr jetzt so 10 Tage Delay von den Folgen. Ich würde fast sagen, ich poste einfach mal einen Link unten drunter. Was wir hier so sehen, hier ist Raps nach Ackergras, Direktsaat. Na, Direktsaat nicht, Striptill. Jetzt kam hier tatsächlich ein bisschen Weidelgras wieder durch, ne? Aber das ist klassisch. Wir sind hier letztens durchgefahren, ertraglich. Will ich noch nicht zu viel sagen, das sehen wir beim Dreschen. Sah aber solide aus.
Der Raps sieht auch solide aus, wenn ich jetzt hier so durchgehe. Wir müssen nochmal angucken. Wir hatten da aber noch grüne Schoten, das war vor 5 Tagen. Ich glaube, wir warten aber lieber drauf. Jetzt gibt es nochmal 2x30-Grad-Tage und dann werden wir ihn sicherlich abdreschen. Mal gucken. Also ich habe am liebsten eigentlich, dass Raps so aussieht. So, dann hat man die höchste Leistung beim Dreschen. Dann geht es am einfachsten beim Dreschen. So. Und wenn das noch so grün ist, so wie hier, hier ist auch noch eine grüne Schote, ne? Da ist noch eine grüne Schote, da ist noch eine grüne Schote. Da, vielleicht ist das auch erst wieder was in 10 Tagen mit dem Raps. Beziehungsweise in einer Woche. Der braucht noch einen Moment. Man muss da echt drauf warten, man muss da wirklich Geduld haben beim Raps. Der sieht gut aus, aber er ist so, wie er jetzt ist, vor 5 Tagen, 6 Tagen, ist er überhaupt nicht reingerutscht ins Schneidwerk. Man muss relativ viel Haspeleinsatz fahren. Und das ist eigentlich schon so ein Indikator. Wenn du durch den Raps nicht richtig durchrauschen kannst, ist er noch nicht reif. Was man aber auf jeden Fall sieht, diese 5 Tage und diese bisschen Bodenfeuchtigkeit reichen aus, um Raps in Keimung zu bringen. Und auch die Bodenkrume ist super krümelig, ne? Hier war 3 Jahre Ackergras, dann nur Striptill und jetzt Raps. Der ist super porig. Und ich werde hier als Bodenbearbeitung, da muss man sich natürlich ein bisschen ausprobieren. Ich will hier Direktsaat machen, Weizen. Und als Bodenbearbeitung werde ich hier nur Güttlern. Das ist ja keine Bodenbearbeitung. Ich will im Prinzip nur, dass die Rapskörner, die hier drin sind, ne, dass ich die einmal andrücke, die auf dem Boden liegen. Weil man sieht das hauptsächlich da, wo wir gefahren sind. Da kommt der Raps ein bisschen eher. Und hier, oh ja, hier kommt er auch, ne? Die Regenwürmer ziehen sich Material schon zusammen. Tatsächlich, ja, hier das schon zusammengezogen. Da sind die Regenwürmer schon bei. Und da werde ich nur güttlern. Und da müssen wir sehen, wie das mit den Stoppeln ist. Normalerweise werden die Stoppeln relativ schnell porös. So, wenn die so nachher aussehen, dann sind die natürlich nass. Jegliches Überfahren lässt die komplett zerbrechen und dann bauen die Regenwürmer die natürlich auch schnell ab. Zu Direktsaat, ich werde dieses Jahr erstmal Flächen von Matze drillen lassen, also den ihr letztes Jahr mit der Novak gesehen habt. Der wird erstmal kommen, der wird, denke ich mal, die nächsten 2 Jahre mich so ein bisschen mit der Saattechnik begleiten, weil aktuell ist das so viel Geld und ist nicht drin im Budget, so eine Direktsaat-Drillmaschine. Und zumal will ich mich da auch erstmal ein bisschen ausprobieren. Man muss gucken, wie sich die Zukunft entwickelt in dem Bereich, was möglich ist oder wird es politisch tot gemacht. Deswegen werde ich das erstmal so machen. Nach Raps, also die 30 Hektar, kommt Direktsaat und dann denke ich mal direkt ein bisschen, was werden wir nach Mais und Sonnenblume auch noch in Direktsaat machen. So. Genau, hier haben wir ein bisschen Gras drin, aber Gräser sind ja kein Problem zu bekämpfen. Grüne Stängel zeigen immer, wie gesund der ist. Die Sorte ist Pioneer PT 275. Werde aber dieses Jahr LG Ambassador anbauen. Habe ich dieses Jahr in 1-2 Versuchen gesehen. Sah sehr geil aus. Ja, auch hier, ne? Der ist noch grün. Auch hier, wenn man das so sieht, ne? Hier der Ansatz. Grün. Hier unten grün. Und das ist natürlich alles Ertrag. Man kann ruhig so lange warten, bis hier oben 3-4 Schoten ausgefallen sind. Das ist nicht die Masse. Das, was unten nachkommt, ist viel mehr wert. Aber wie gesagt, so richtig, der ist noch voll in Gang hier. Der Raps hat man auch beim Dreschen gemerkt. Der ist überhaupt noch nicht mit durch. Der will noch richtig Gas geben. Und deswegen, Raps kann gerne Geburtstag feiern. Wir erinnern uns, der ist am 14. August gedrillt worden. 14. August 2021. Ja, was viele nicht wissen, Raps kann Geburtstag feiern. Und von daher, wir gucken noch mal Ende der Woche. Ich habe jetzt schon überlegt, wir haben da hinten ist ein bisschen leichter. Also das sind hier schon 25 Bodenpunkte. Da hinten sind so 22, 23, wo der steht. Da habe ich schon überlegt, da ist die Hälfte ungefähr ist Sandkuppe von dem Acker. Ob wir das schon mal rausdreschen, ne? Weil da ist ja wirklich schon so, wo ich sage, jo, da sieht er schon wirklich gut aus. Der Rest ist noch richtig schön in Gang. Und dann holen wir das schon mal runter. Da kann man schon ein bisschen Ertrag sichern. Der ganze Raps hier, fast der ganze, je nachdem, wie viel Ertrag der bringt. 30 Tonnen wollte ich erstmal einlagern fürs Öl. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen, ob 30 Tonnen am Ende viel sind. Ob es viel zu viel ist. Ne, ob ich bloß 4, 5 Tonnen brauche. Oder ob ich
viel, viel mehr gebraucht hätte. Wir haben diese Chance natürlich nur einmal im Jahr, ne? Wenn wir jetzt wie bei den Sonnenblumen, wenn die halt alle sind, dann müssen wir halt wirklich wieder die ganzen Monate warten bis zur nächsten Ernte. Da drüben war ich gerade beim Leindotter. Sieht auch gut aus. Den werden wir auf jeden Fall auch die Tage runterholen. Der ist schon reifer als das hier. Der sieht echt gut aus. Die Melde stört mich ein bisschen. Da müssen wir gucken, wie wir das erstmal rausgereinigt kriegen. Ich hoffe, ich kriege diese Woche eine kleine Vorführung von kleinen Reinigungsanlagen. Hab da welche angeschrieben, gibt es bei eBay Kleinanzeigen. Kosten zwischen 5.000 bis 10.000 Euro. Und je nachdem wird sich das ja perfekt eignen, um diese ganzen Kulturen zu reinigen. Ich brauche ja nicht viel Durchgang, ne? Wenn ich da pro Kultur, keine Ahnung, 3-4 Tonnen ernte, selbst wenn es nächstes Jahr 10 Tonnen sind pro Kultur, kannst du ja entspannt reinigen, musst ja erstmal keine Reinigung dir für 50.000 einstellen. Und ja, da hoffe ich, dass die kommen und dann wir relativ zügig, also meine Idee ist eigentlich, dreschen, dann sofort reinigen, damit wir die Melde rauskriegen. Weil dann hat die Melde ja noch anderes Gewicht, weil sie ja noch feucht ist und dann hoffe ich einfach, dass wir die Melde rauskriegen. Gut, soweit ist mal. Von hier sieht man auch schön, wie die Stoppeln sich verzweigt haben. Ne? Sieht man das? Also wie unten die Verzweigung schon anfängt. Ne? Dick vom Haupttrieb aus. Also meistens kennt man es ja so ein bisschen später. Aber der hier hat unten auch noch relativ viele gebildet. Teilweise, weil der Haupttrieb auch abgestorben war. Ja, der Kollege ist wohl noch mal nachgekommen, aber der hat ja noch mal richtig Gas gegeben hier. Gut. Das war's erstmal, Leute. In dieser Folge, denke ich mal. Wir wollten heute eigentlich die Sommergerste dreschen, aber es bedeckt, seht ihr selber, es ist, weiß nicht, 22 Grad oder so. Da wird heute nichts gehen. Kein Lüftchen, absolut windstill. Da wird gar nichts trocknen. Gar nichts. Gar nichts. Und von daher müssen wir gucken. Da muss ich noch ein bisschen breiter einstellen hier. Habe ich letztes Mal schon ein bisschen rumexperimentiert. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wenn der Raps noch nicht richtig reif ist, ist die Spreuverteilung auch schwierig, weil es halt noch so ein bisschen klumpig ist. Gut.